Moin Leute, hier ist euer Micha und wir bauen heute weiter am Opel Manta A GTE und zwar machen wir heute die Ausgabe 14 fertig und jetzt schauen wir uns erstmal die Teile an und dazu hole ich euch mal wieder ein bisschen ran, dass wir was sehen können. So, schauen wir erstmal ins Heft rein. Da haben wir hier den Vorderwagenrahmen mit entsprechenden kleinen Leitungen für die Bremsleitungen. Als nächstes haben wir hier die Anleitung. Das sind dann zwei Seiten Anleitung. Und wir haben hier noch einen schönen Opel Manta B400. Davon gibt es ja auch eine sogenannte Evolutionsmodelle. Das ist bei der Rallye Catalunya im Oktober 1984 mit Carlos Sainz und Josep Orozco. Der RACC Rallye. Das ist dieser Manta hier, ein schönes Modell. Und hier nochmal bei der Afrika Rallye noch diese Fotos schön dazu. Auch nochmal hier ein Motorsportdebüt 83. Opel Werksfahrer Erwin Wehmer als Cockpit Gunther Wanger auf dem Opel Manta 400 und zwar in der Gruppe A. Dann haben wir hier noch die Calibra Ära. Das ist dann mit Keke Rosberg, Manuel Reuter und John Winter. Leider sind die nicht so erfolgreich gewesen, nur auf Kurzstrecken. Der Manta B war ein bisschen erfolgreicher auf Langstreckenversionen. Dann haben wir hier noch Querfeld ein durch Sand und Staub. Mercedes Jeep, Paris Dakar. Hier auch noch ein paar LKWs mit Paris Dakar. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Ausgabe 15. Da kommt denn linke Hinterradkotflügel und rechte Hinterradkotflügel. Das sind dann die hier. So, dann stelle ich euch mal um, damit ihr wieder sehen könnt, was wir zusammen alles bauen können. Wollen wir auf jeden Fall erstmal den Rahmen hier vorne. Also Quatsch, den Rahmen, sage ich schon, den Chassis. Und den Vorderwagenrahmen. Was mich sehr erfreut hat, dass in den letzten Ausgaben waren ja die Schrauben, hier die EM-Schrauben, ständig in der Plastiktüte und meistens hat man die weggeschmissen. Jetzt hat man uns erhört und hat die Schraubentüten in die Zusatzplastikpackung mit reingepackt. Daumen hoch dafür, das finde ich cool. Gut, dann packen wir erstmal aus den Rahmen hier, der natürlich auch wieder aus Metall ist. Sehr schön. Dann haben wir hier die EM-Schrauben, die wir auch dazu brauchen. Wobei die Tüte hier nicht aufgeht, die wehrt sich. Jetzt haben wir sie auf. So, dann drehen wir den Rahmen einmal um. Dann wird der Rahmen so aufgesetzt. Dazu können wir jetzt natürlich mir mal die Füße nehmen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die da habe, ich sie hingestellt, können wir das ganz gut nutzen. Und wie wir feststellen, nutzen die uns gar nichts, weil sie sind zu tief. So ist wahrscheinlich besser. Können wir den Rahmen drauflegen. Und zwar kommen die Schrauben hier hin. Jetzt ist er eingerastet. Dann haben wir hier die Befestigung, hier jeweils die Schrauben. Dazu brauchen wir erstmal einen Schraubendreher. Dann haben wir den anderen hier, der ist etwas dünner, der passt besser.
nur einen haben wir schon dran. Erstmal wieder ansetzen die Schrauben. Insgesamt 4 Stück. So, dann haben wir das Rahmenstück hier vorne fertig. So sieht das jetzt aus. Und hier kommt dann später die Vorderachse mit rein und der Motor dann so, halt so aufgehangen. Gut, dann brauchen wir das erstmal nicht mehr, das packen wir erstmal weg. Und nehmen uns jetzt die Vorderachse vor. Bei mir sind natürlich die Räder noch nicht drauf. Die mache ich erst später fertig. Und jetzt brauchen wir und zwar den Schlauch. Nehmen Sie eine der beiden kurzen Leitungen 14b und stülpen Sie deren eines Ende über den Zapfen vom Bremssattel wie abgebildet. 14b. Die kurzen Leitungen haben wir hier. 2 Stück davon. Eine mittlere Leitung. Und eine ganz lange Leitung. So, jetzt brauchen wir, und zwar, mal schauen, wie die das hier gemacht haben. Und zwar haben wir jetzt erstmal so rum. Genau, und dann kommt die lange Leitung hier mit drauf. Ne, die kurze Leitung. Näher kommt hier mit drauf so. Dann die zweite kurze Leitung also ich drehe die Leitung immer so ein bisschen rauf, drehen und wackeln und dann passt sie auch, aber wie gesagt, auch vorsichtig sein mit diesen Schnurpsels, die gerne abbrechen bzw. schon abbrechen, wenn wir den Schraubenzieher benutzen. So, beide kurze Leitungen haben wir jetzt drauf. Wird jetzt in die richtige Richtung, Richtung Bremssattel, also die haben wir jetzt so rum. In Richtung Bremssattel gehen die beiden kurzen Leitungen, genau. Drehen Sie die Baugruppe um 180 Grad, klappen Sie die Vorderachse B nach links. Also so rum. So rum. Und 14C. Bremsleitung 14C. 14C ist welche Ausführung? Die mittlere Ausführung. Diese hier. Diese Leitung hat bei mir natürlich das Problem, weil bei mir auf der Leitungsseite dieser Schnurpsel hier abgebrochen ist. Also werde ich jetzt die Leitung hier versuchen vorsichtig anzukleben. Und schauen, dass sie auch hält. Mal gucken, ob mir das gelingt. So kann man das schon mal einigermaßen lassen. Werde noch ein bisschen nacharbeiten. Jetzt noch nicht so richtig hundertprozentig. Da muss ich noch mal nachhaken.
die dann so drauf bleibt. Sekundenkleber ist ja nicht gleich Sekundenkleber. Der braucht hier etwas länger, was auch gar nicht so schlecht ist. Jetzt nochmal mit dem nochmal außenrum, also rundherum einmal einen Tropfen machen und dann vorsichtig die ganze Sache behandeln. So, dann haben wir das drauf. Und jetzt kommt die längere Leitung, kommt natürlich auf der anderen Seite. Und die können wir wieder ganz normal drauf machen, weil der Schnurzel da noch mit drauf ist. Immer ziemlich kurz anfassen hier. Und dann hier rauf drehen. So, die haben wir auch drauf. Damit die jetzt nicht wieder sich verflüchtigt, mache ich hier noch ein bisschen Sekundenkleber mit drauf. Und auf den anderen Stellen auch. Weil bei dem ewigen Hin und Her, wie wir sie denn verbauen, rutschen die Dinger immer runter und das ist irgendwie doch ein bisschen nervig. Aber wir Modellbauer kriegen es hin mit Kreativität im Kopf. So, wir müssen natürlich noch die Bremsleitungen, die hier sind, an den Bremssattel befestigen. Andere Seite genauso. Logischerweise, sonst kann es ja nicht funktionieren mit der Bremse. So. Wie gesagt, jetzt nochmal ein wenig Sekundenkleber auf die Lücke getropft. Und dann hält die ganze Sache auch vernünftig. Ja, eine kurze, knackige Ausgabe. Wie gesagt, Bremsschläuche verarbeitet. Einmal für vorne, für den Bremssattel und zum Verteiler. Und die beiden langen Bremsschläuche, die dann nach hinten weggehen. Und zusätzlich noch den Vorderwagenrahmen hier mit entsprechend 4 Schrauben festgemacht. Ja, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hat es euch gefallen, könnt ihr mich gerne abonnieren. Einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen und vergesst nicht die Glocke zu drücken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Ausgabe, bei der Ausgabe 15. Und bis dorthin sage ich Dankeschön und Tschüss, euer Micha.